Hallo Astro-Rebellen, herzlich willkommen. Ich freue mich auf die netten Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Vielen Dank. Ihr könnt immer kommentieren und sich euch austauschen. Ich habe vor, viele Videos hochzuladen. Natürlich nach Gelegenheit, weil ich sehr viele Kunden zu bedienen habe. Wir werden heute über das Thema Finsternis sprechen. Also wir haben am 21. eine Finsternis, Sonnenfinsternis, eine ringförmige Finsternis, und zwar im Sternzeichen der Empfindsamkeit, der Gefühle. Das ist Krebs. Krebs ist auch das Zeichen des alltäglichen Lebens, das, was man jeden Tag macht, was sich immer wieder im Alltag ergibt. Und man gewohnt sich dran, man denkt, ja, das wird immer alles mehr oder weniger das Gleiche sein. Dennoch hat man jetzt mit bestimmten Einschränkungen zu tun, die das alltägliche Leben erschweren. Warum sage ich das? Weil diese Finsternis einen Quinkux zu Saturn in Steinbock bildet und gleichzeitig eine Quadratur zu Mars in Fische. Steinbock ist Verantwortung, Arbeit, Anstrengung und Einschränkung, und das heißt, diese Elemente beeinflussen die Finsternis, was wir am 21. Juni mit der Sonnenwende haben werden. Die Sonnenwende findet am 20. Juni statt, wie jedes Jahr, und dann am 21. haben wir die exakte Finsternis im 0 Grad Krebs. Mars in Fische, welcher einen Spannungsaspekt zu dieser Finsternis bildet, weist darauf hin, dass man zurzeit etwas konfus ist und verwirrt, ja, aufgrund der Gegebenheiten. Man weiß nicht, wie sollte man am besten handeln. Wie soll ich mich im Leben führen? Es gibt viel Konfusion, es gibt viel Unklarheit, weil Fische kann sich kaum einschränken. Fische kennt keine Grenzen und man handelt aus reinem Gefühl bei Fische, vor allem wenn Mars in Fische ist. Aber es ist die Frage, lohnt sich das, was ich mache? Ist das der richtige Weg? Das ist natürlich die zentrale Frage. Wenn Mars im Fische ist und vor allem, wenn Mars jetzt einen Spannungsaspekt zu dieser Finsternis in Krebs bildet. Krebs betrifft unter anderem, also wenn man über Ereignisse, Personen sprechen will, betrifft das Thema Mutter, betrifft das Thema Wohnung, Familie allgemein, Wohnwechsel, Haus, Alltag. Genauso wie das Sternzeichen Jungfrau, aber Jungfrau ist ein anderes Thema. Wir haben gerade Krebs als Hauptthema, weil dort haben wir die Finsternis. Und die zwei Winkelbeziehungen, die gebildet werden zwischen Mond, Sonne und andere Planeten, sind, wie gesagt, die Quadratur zu Mars in Fische, den Quinkux zu Saturn in Steinbock. Und je nachdem, welches Sternzeichen man hat,
beziehungsweise Aszendent, weil ab den Aszendenten werden die Häuser berechnet, wird dieser Einfluss abweichen. Ich beginne jetzt mit Krebs. Also Krebs, bei dir geht es hauptsächlich um zwei Sachen. Auf der einen Seite hast du das Thema Beruf, ne? Verantwortung gegenüber der Familie, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Also du hast das Gefühl, du gibst sehr viel von dir aus, du weißt nicht genau, ob sich das überhaupt lohnt, ob diese Bemühungen irgendwo hinführen sollten. Das ist die Frage. Ne? Und deswegen solltest du nur ein Ziel haben, eine Entscheidung treffen und dann kannst du deine Kräfte konzentriert und zielgerecht umsetzen. Löwe. Bei Löwe geht es um Abschluss, um die Beendigung mit Inhalten, Personen, Situationen, Verhältnissen etc. aus der Vergangenheit. Man sollte sich heilen, man muss auch zur Heilung kommen, weil es gibt bestimmte Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, die hat man vielleicht unter den Teppich gemacht, aber diese Dinge sind nicht erledigt worden, die sind nicht gelöst worden, man ist nicht geheilt. Und das hat mit der Familie zu tun, bestimmte krasse Erinnerungen, die man hat, die man mit sich noch schleppt. Man muss sich befreien. Ja? Man sollte sich davon befreien, entlasten, emotional gesehen. Ja? Dann haben wir das Thema Jungfrau. Also bei Jungfrau gibt es den Wunsch, unabhängiger zu sein, bestimmte Abhängigkeiten zu beenden. Bestimmte Abhängigkeiten können auch schön sein, aber die können auch hinderlich für die eigene Entwicklung sein. Und das muss man immer im Vordergrund wissen. Abhängigkeit, ja, das braucht man im Leben, manche Abhängigkeiten, aber es gibt die Abhängigkeiten, die schlecht und hinderlich für einen sind. Und das müssen alle Jungfrauen momentan erkennen. Das ist, was diese Finsternis auslösen wird, nämlich die Erkenntnis von dem, was ich brauche, um eigenständig zu sein. Emotional, es kann auch beruflich bedingt sein, aber Hauptsache Eigenständigkeit. Von der Familie, vielleicht ist man sehr abhängig von einem von seinem Partner oder von seiner Mutter oder von bestimmten Menschen. Und man muss aber wissen, dass man Verantwortung für sich und für seine eigenen Gefühle übernehmen muss. Und das kann nur geschehen, wenn man seine Macht erkennt und somit seine Verantwortung. Dann gehen wir zu Waage. Bei Waage geht es letztendlich um das Thema Berufung. Es treten bestimmte Situationen in der Familie oder im Verhältnis mit das Thema Kinder auf, die auch nervig sein können, die nicht einfach sind, aber hauptsächlich werden auch in der Familie bestimmte Änderungen vorkommen oder in Verbindung mit Wohnung, Wohnwechsel, Haus, die eigene Freiheit einschränken. Das wird man in den nächsten Monaten merken. Ja? Skorpion. Also bei Skorpion geht es grundsätzlich um das Thema geteilten Ressourcen, Steuer, emotionale Veränderungen, psychische Veränderungen vor allem, weil man als Skorpion zurzeit psychisch kaputt ist. Ja? Das kann ich euch sagen. Man ist durcheinander. Und das wird nicht besser in diesem Monat, leider. Es kommen bestimmte Anreize, wo man denkt, Mensch, wie soll es so weitergehen? Ja?
Dann haben wir Schütze. Also bei Schütze geht es im Grunde genommen um das Thema Partnerschaft, ne? Das Thema gemeinsames Geld, das Thema Finanzen, ne? Und auch das Thema eigene Unternehmungen, das, was man in seinem Leben kreativ bewirken möchte. Die eigene Kreativität, die eigenen Möglichkeiten, sich zu entfalten, sind zurzeit eingeschränkt durch dem, was andere Menschen machen, sei es die Familie, Partner. Okay? Dann haben wir Steinbock. Also bei Steinbock geht es grundsätzlich um das Thema Liebe. Viele Steinböcke fühlen sich einsam, aber sie brauchen diese Einsamkeit, um sich weiterzuentwickeln, um an sich, in sich zu arbeiten, ja, Entschuldigung. Das brauchen alle Steinböcke zurzeit. Und deswegen ist diese Einsamkeit, die man hat, die man spürt, nicht unbedingt etwas Schlechtes, aber es werden jetzt in diesen Monaten bestimmte Dinge im Bereich der Partnerschaft, Liebe geschehen, die auch anregend sein werden, auf jeden Fall. Und da muss man sich fragen, inwieweit bin ich abhängig von anderen, inwieweit sind andere von mir abhängig, ja? Inwieweit lohnt es sich, dass ich für andere Menschen mich opfer? Ja, das ist auch eine Frage für alle Steinböcke. Wassermann. Bei Wassermann geht es hauptsächlich um tiefgreifende Lernprozesse, die in der Vergangenheit entstanden sind. Diese Lernprozesse können auch konkret mit dem Thema Behörde verbunden sein, mit dem Thema Gesundheit. Auf jeden Fall erlebt man eine Situation, wo man denkt, ich habe keine Kontrolle. Ich habe keine Kontrolle auf dem, was in meinem Leben geschieht. Ich warte, es zögert sich etwas, etwas zieht sich in die Länge und ich warte. Das kann natürlich mit dem Geld, mit dem Thema Geld verbunden sein, mit dem Thema Behörde, wie gesagt, aber auch mit dem Thema Gesundheit. Ja? Man muss hier auch in den kommenden Monaten wissen, dass es sich im Alltag von einem etwas verändern könnte aufgrund von Familie, Familienangehörigen. Und das Thema Job kann auch für viele Wassermänner eine hervorgehobene Rolle in dieser Zeit spielen. Vielleicht will man eine berufliche Änderung haben, Jobwechsel. Das kann auch für viele Wassermänner eine Möglichkeit sein. Dann haben wir Fische. Fische ist sehr, sehr angeregt mit dieser Finsternis, was wir am 21. haben. Das Thema eigene Kinder, ja, wenn man Elternteil ist, Mutter oder Vater, dann werden die Kinder, die Familie wird das zentrale Thema sein. Das heißt, im Bereich der Kinder hat man es nicht einfach, da werden bestimmte Dinge geregelt. Es kann sein, dass man noch einmal einen Prozess in Gang setzen muss, von null anfangen muss, noch einmal, ja, also, weil Merkur ist rückläufig während dieser Finsternis im Haus der Kinder in Krebs. Deswegen meine ich das. Wenn man aber keine Kinder hat und Single ist zum Beispiel, dann besitzt sich das Ganze auf das Thema eigene Unternehmung, die eigene kreative Erfahrung, die von außen aus eingeschränkt wird. Aber die größte Einschränkung kommt von einem selbst, weil man vielleicht die falsche Annahmen hat. Und dann stellt sich die Frage, soll ich jetzt diese Umstände ändern? Soll ich ausziehen? Soll ich woanders wohnen, damit ich mich wohler fühlen kann? Ja, das ist einfach die Frage. Aber manchmal, wenn man nur die äußerlichen Umstände ändert, vielleicht reicht das nicht aus. Vielleicht muss man zuerst sich innerlich heilen, an sich arbeiten, weil sonst kann man egal wohin
fliehen, ja, zum Mond zum Beispiel. Aber die Probleme wird man immer wieder finden. Vielleicht anders, aber immerhin die gleichen Probleme. Dann haben wir wieder natürlich das Thema Wohnung und Familie ist auch hier sehr stark repräsentiert, weil die Finsternis geschieht in Krebs. Krebs ist das vierte Zeichen von wieder aus. Und da hat man mit bestimmten Situationen beruflich und privat zu kämpfen, die nicht einfach sind. Da gibt es natürlich auch eine gewisse Ungewissheit und Kontrollverlust, weil Mars im 12. Haus in Fische ist und er bildet eine Quadratur zu dieser Finsternis in Krebs. Okay? Also aufpassen, ich würde euch empfehlen, eine Beratung bei mir zu buchen, dann könnt ihr euch helfen. Das ist natürlich, das steht euch als Möglichkeit. Dann haben wir Stier. Stier muss endlich sich zutrauen, seine eigene Wahrheit zu äußern. Auch wenn manche Menschen dadurch sich verletzt fühlen, trotzdem muss man seine eigene Meinung äußern. Das ist ganz wichtig für alle Stiere, vor allem mit dem Thema Geschwister, ne? Familie, Mutter. Da muss man auch bestimmte Dinge klären, die man als selbstverständlich angenommen hat. Das Thema Reise kann auch hier von Bedeutung sein. Und wir haben auch im beruflichen Bereich eine Änderung, die wird aber nächstes Jahr vorkommen. In diesem Jahr ist es schwierig, weil man hat sehr viel Planung, also man kann sehr viele Pläne schmieden. Aber das wird in diesem Jahr bei den meisten Stieren, natürlich muss man das Horoskop berücksichtigen, nicht klappen. Dann haben wir zuletzt Zwillinge. Also bei Zwillinge geht es um das Thema eigene Wertschätzung, die eigene Werte. Man muss für seine eigene Werte stehen, für seine eigene Meinung und nicht immer warten, dass andere für einen entscheiden. Man muss selber seine eigenen Entscheidungen treffen und seine eigenen Verantwortungen übernehmen. Zwillinge muss lernen, sicherer zu werden, ne? Dass man an seiner Selbstliebe arbeitet, sodass man sagt, ich will das nicht, ich bin damit nicht einverstanden. Das muss man auch sagen, ne? Das muss man äußern. Und zwar von seinem Herzen. Man muss das von seinem Herzen heraus machen, sodass es eine konkrete Wirkung in der Außenwelt haben kann. Und natürlich im beruflichen Bereich ist für Krebs nicht einfach, weil man sehr viele Planeten im 9. Haus und im 10. Haus hat. Das ist natürlich sehr heavy. Man ist dabei, sich zu überlegen, eine große Änderung in seinem Leben zu bewirken. Aber ich würde euch sagen, egal welche Änderung das ist, sollte man zurzeit keine großen Investitionen tätigen, denn das Thema Geld ist bei vielen Zwillinge, Aszendenten und Sternzeichen vor allem im nächsten Jahr nicht so leicht. Okay? Liebe Astro-Rebellen, mit diesen Aussagen bin ich fertig. Wenn ihr euch dieses Video gut gefallen hat, dann Daumen hoch. Ich bin immer für Beratungen verfügbar. Meine Webseite kennt ihr schon. Ich würde mich freuen, denn meine Aufgabe besteht darin, Menschen zu unterstützen. An dieser Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Astro-Rebellen, und bis zum nächsten Video.